Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Unsere Journalisten wie immer per Video zugeschaltet. Sie können Ihre Fragen in den Chat reinschreiben. Ich werde sie vorlesen und Timo Schulz beantworten. Timo, am Sonntag den 1. FC Nürnberg, was kannst du über den Gegner sagen? Ja, 1. FC Nürnberg, glaube ich, defensiv die stabilste Mannschaft in dieser Saison. Haben sich in meinen Augen vor der Saison sehr gut gezielt verstärkt, spielen dementsprechend wirklich eine sehr stabile Runde und sind ja, ja, kann man so sagen, im Verfolgerfeld. Von daher erwartet uns dann ein schwerer Tanz, eine Mannschaft, die ein ähnliches System spielt wie wir. Von daher müssen wir uns da vielleicht ein bisschen was einfallen lassen, wie wir darauf reagieren können. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Die Jungs heute nochmal angucken, wie sie so aus dem Spiel gegen Sandhausen rausgekommen sind, aber gehen das Ding voller Optimismus an. Vielen Dank, Timo. Kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Natürlich zuerst, wie sieht die personelle Situation aus? Ja, ich glaube, aus dem Sandhausen-Spiel, da ist jetzt nicht wirklich was passiert. Bei Jakov Medic wird es fürs Wochenende nicht reichen. Da hoffen wir, dass der Anfang nächster Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann. Luka Zander werden wir heute ausprobieren, ob das Sinn macht oder nicht. Und alles andere waren, glaube ich, Kleinigkeiten, wo normalerweise einem Spiel nichts entgegenstehen dürfte. Und dahingehend gleich noch die Frage, ob die Startelf im Großen und Ganzen so bleibt oder ob wieder Wechsel denkbar wären. Ja, sind auf jeden Fall denkbar. Habe ich schon gesagt, Gegner spielen ein gleiches System. Es ist eine englische Woche. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, vielleicht auf der einen oder anderen Position ein bisschen Frische reinzubringen, dann werden wir das auf jeden Fall auch machen. So die finale Aufstellung werden wir, glaube ich, heute Nachmittag, spätestens morgen im Laufe des Tages, werden die für uns festlegen. Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt möchte gerne wissen, noch könnt ihr den vereinsinternen Hinrundenrekord von 36 Punkten erreichen und sogar brechen. Wie wichtig wäre dir diese Bestmarke? Ja, dadurch, dass ich das jetzt das erste Mal gehört habe, erübrigt sich, glaube ich, die zweite Frage. Das ist für uns nicht wichtig. Also wir wollen so viele Punkte holen wie möglich, wollen jedes Spiel gewinnen und ob dann da irgendwie ein Rekord bei rausspringt oder nicht, das spielt für uns keine Rolle. Bastian Küsel von Tag 24 fragt, du hast gestern gesagt, Igor Matanovic müsse noch viel lernen. Hat er sich gegen Nürnberg trotzdem einen Startelfplatz verdient? Ja gut, das ist alleine seines Alters geschuldet, auch dass er noch viel dazu lernen muss, viel an Erfahrung sammeln muss, dass er auch überragende Voraussetzungen hat. Ich glaube, das hat auch jeder im Stadion gesehen. Trotzdem darf man das auch nicht zu hoch bewerten. Ne? Das war eine Einwechslung, irgendwie für 20, 25 Minuten ist schon mal noch was komplett anderes, wenn man von Anfang an spielt. Aber er hat das letztes Jahr schon bewiesen, dass er das kann und wir trauen es ihm alle mal zu. Aber wie gesagt, was die finale Aufstellung angeht, da ist er sicherlich mit in der Verlosung. Aber er ist noch U19-Spieler, er hatte eine lange Pause, das darf man alles nicht unterschätzen. Auch wenn die Jungs das manchmal anders sehen, da werden wir mit Augenmaß rangehen. Wir bleiben beim Personal. Dahingehend fragt Carsten Harms, gegen Sandhausen stand Simon Mackeniok erstmals seit gut 2 Monaten wieder in der Startelf. Wie sinnvoll ist diese Variante jetzt auch in Nürnberg? Ja, mit Simon verändert sich unser Spiel immer ein bisschen. Wir haben da noch einen ganz klaren Zielspieler, wo wir auch noch zusätzlich mit langen Bällen agieren können. Ist immer auf jeden Fall eine Option, Simon. Ist sicherlich mal davon abhängig, was bietet einem der Gegner an, was sagt man, wo kann man vielleicht einen Vorteil erzielen. Und sowohl von Anfang an als auch vielleicht die letzten 20 Minuten ist Simon immer eine sehr, sehr gute Option. Und noch eine Frage zum Kader von Michael Ackermann von der Bild-Zeitung. Kommt Etienne zurück in den Kader? Ja, auch das werden wir gleich alles in Ruhe besprechen. Wir müssen nochmal gucken, wer ist denn alles überhaupt wie rausgekommen aus dem Spiel und wer ist fit, wer ist wirklich zu 100% fit und frisch. Und ich gehe davon aus, dass Eti sich gut erholt hat jetzt durch den zusätzlichen freien Tag. Der war jetzt auch das erste Mal von Anfang an und über 90 Minuten im Einsatz. Da braucht man dann immer ein bisschen länger, um sich zu erholen. Wie zuversichtlich bist du, dass dein Team das Auswärtsgesicht vom Spiel in Karlsruhe und aus der zweiten Halbzeit in Heidenheim zeigt, fragt Carsten Harms. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt alle Halbzeiten zusammennehme, da waren da schon ziemlich viele gute dabei. Also wir sind eigentlich auch auswärts sehr stabil. Wir haben ab und zu mal da irgendwo was verschlafen, eine Anfangsphase oder so. Aber grundsätzlich machen wir als Mannschaft uns da wahrscheinlich viel weniger Gedanken drum als Externe, wie Medien zum Beispiel. Wir gehen das Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen. Und letztes Jahr haben wir Nürnberg auch gut ausgesehen und vielleicht können wir das wiederholen. Tim Eckert vom Millanton möchte gerne wissen, ist Nürnberg defensiv wirklich so stabil oder liegt es einfach an Torwart Matenia, dass sie bisher erst 12 Gegentore bekommen haben? In Klammern, anhand der zugelassenen Chancen ist Nürnberg genauso schwach wie Ingolstadt.
Ja, das ist immer hin und her gesprungen. Ich glaube, es gibt immer so Phasen in der Saison, da läuft es mal gut, da kriegt man wenig Gegentore. Dann gibt es Phasen in der Saison, da kriegt man auf einmal aus 5 Ecken 4 Gegentore zum Beispiel. Ich glaube, wenn man jetzt aber am 14., 15. Spieltag dann nur 2 Gegentore bekommen hat, dann spricht das schon für sich. Und sicherlich ist auch Martenia, der bis jetzt eine überragende Runde spielt und sicherlich zu den stärksten Torhütern der Liga gehört, ein großer Faktor bei den Nürnbergern. Nils Weber von der Mopo fragt, wie hat Eric Smith die 65 Minuten verkraftet und was wird den Ausschlag bei der Besetzung der Sechserposition geben? Ja, ich glaube, wir haben 3, die das auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise interpretieren, mit Rico, Afis und Eric. Jetzt gegen Sandhausen durfte Eric ran. Nach einer langen Verletzungspause, glaube ich, hat er das in den 60, 65 Minuten wirklich gut gemacht. Auch bei ihm müssen wir gucken, wie hat er das verkraftet. Gestern hat er einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht. Sind ja auch noch 2 Tage bis zum Spiel. Aber mit Afis und Rico haben wir da 2 Top-Alternativen. Und mal schauen, für wen wir uns entscheiden. Für Guido ist es eine Reise in die Vergangenheit. Habt ihr mal über seine Nürnberger Zeit gesprochen? Fragt Michael Ackermann. Also ich mit ihm nicht, nee. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Tim Eckert. Der erste FC Nürnberg versucht es meist mit Dribblings in der Offensive. Bedeutet das eine Umstellung in der Abwehrarbeit im Vergleich zu den letzten Spielen? Naja, Fußball ist und bleibt immer noch ein Sport, wo es dann um die persönlichen Duelle geht. Und wenn der Gegner versucht zu dribbeln, dann muss ich eben versuchen, ihm den Ball abzunehmen. Also so schwer ist das nicht. Dann gibt es weitere Fragen von euch. Gerne ein Handzeichen oder ein kurzes Ja in den Chat reinschreiben. Wir haben noch eine Frage von Tim Eckert. Der wichtigste Spieler im Aufbau bei Nürnberg ist Johannes Geis. Wie kann man seine Kreise stören? Das ist eigentlich grundsätzlich so, wenn der Gegner mit einem Sechser spielt, dass dann unser Zehner für den zuständig ist. Von daher wäre das eine gute Aufgabe. Alex Heger von Rock Antenne Hamburg fragt, es ist nicht nur eine englische Woche, sondern auch eine Woche mit längeren Anreisen. Stört es euch, so viel Zeit im Bus und Flieger zu verbringen? Nein, also das gehört dazu. Wir machen das alles seit Jahren. Wir haben mittlerweile hier Voraussetzungen geschaffen, auch bei den Reisen, die wirklich optimal sind. Und das stört uns nicht, im Gegenteil, das gehört dazu. Und man hat ein bisschen Zeit, die man miteinander verbringen kann, wo man vielleicht das eine oder andere auch im Hotel nochmal detaillierter besprechen kann. Also von daher, das ist kein negativer Faktor. Und von Michael Eckermann die obligatorische Frage, wie ist der Ablauf bis zum Spiel und fliegt ihr Linie oder Privatjet? Da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt. Ich weiß, dass wir morgen trainieren und dann losfliegen. Alles andere, keine Ahnung, könntest du vielleicht nachreichen? Ja, ich kann sagen, wir fliegen Linie. Gut, gibt es weitere Fragen von euch? Ja, es kommen noch welche rein. Und zwar von Christiane Kramer. Wie fühlt es sich an, jetzt schon so lange ganz oben in der Tabelle zu stehen, also der Gejagte zu sein? Ja, jetzt waren wir letzte Woche mal nicht der Gejagte, als wir gegen Darmstadt verloren haben. Aber grundsätzlich fühlt sich das besser an, wenn man oben in der Tabelle steht, als unten. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir wissen, dass wir uns das erarbeitet haben und dass wir dranbleiben müssen, damit die Situation noch möglichst lange so bleibt, damit man möglichst lange schön weit oben in der Tabelle bleibt. Dann noch einmal in die Runde gefragt, gibt es weitere Fragen? Tim, kommt von dir noch was? Ich sehe, du tippst schon rein. Ja, es kommt noch was. Und zwar fragt er, Nürnberg spielt ebenfalls mit einer Mittelfeldraute. Wie unterscheiden sich eure Systeme voneinander? Ja, das wäre tatsächlich ein schönes Projekt für den Millanton, Taktikanalyse, weil sie es schon mal komplett anders machen, zumindest in der Defensive, als wir. Sie arbeiten mehr mit den Stürmern in der Defensive, wir versuchen es mehr mit den Rautenspielern zu lösen. Ich habe die Nürnberger letztendlich auch schon im 4-3-3 gesehen, gegen den HSV im Stadion, wo sie dann mit 3 auf der vordersten Linie verteidigen. Also sie sind da taktisch sehr flexibel, trotzdem klar in den Abläufen. Und wie gesagt, gerade in der Defensive spricht dann ja auch die geringe Anzahl an Gegentoren für sie. Und ich frage nochmals in die Runde, habt ihr noch weitere Nachfragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank, euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Sonntag in Nürnberg. Bis dahin. Tschüss.